So, ihr Lieben, wir fahren jetzt nach oben in einem Steiger, um das Dach der Kirche uns anzuschauen. Die Kirche ist 20 Meter hoch. Das ist eine entsprechend hohe Fahrt, gerade für mich. Ich habe ein bisschen Höhenangst, aber um euch zu zeigen, wie die Situation da oben ist, nehme ich diese Fahrt auf mich. Wir sehen, das wird jetzt schon ziemlich hoch. Und hier kommt der Rand, das Dach. Wie ihr sehen könnt, liegt hier eine Bitumenbahn. Diese Bitumenbahn, die ist wahrscheinlich schon über 70 Jahre alt. Also wahrscheinlich wurde die nicht erneuert, seit die Kirche gebaut wurde. Auf jeden Fall kann man diese Bahn leider nicht mehr weiterverwenden. Das haben bis jetzt alle Dachdecker gesagt, die hier oben waren. Und das Schlimmste ist, es entstehen immer wieder Blasen. Wir haben schon viele von diesen Blasen gepflegt. Diese Blasen, die entstehen wegen der Wärmeentwicklung, wegen der Dehnung, die dabei passiert und weil das Bitumen halt alt ist. Wenn so eine Blase entsteht, dauert es nicht lange, bis irgendwann bei einem Sturm diese Blase aufgerissen wird und dann unter das Bitumen Wasser eindringt, welches dann in die Kirche reintropft, wie das hier vor ein paar Tagen schon gewesen ist. Gerade ist hier ein Dachdecker, der provisorisch noch einmal die schlimmsten Stellen flickt, damit das Wasser wenigstens jetzt nicht mehr reinfließt, aber diese provisorischen Arbeiten, die können leider nicht mehr das Dach retten. Die ganze Bitumenbahn muss komplett erneuert werden. Das Dach hat eine Fläche von 621 Quadratmetern. Das ist eine Riesenkirche, entsprechend einem Riesendach. Wir haben hier 200.000 Euro kalkuliert und das Geld kriegen wir mit der Gemeinde leider nicht selbstständig aufgestellt. Daher brauchen wir eure Hilfe. Bitte spendet für die Reparatur, damit die Gottesdienste hier in der Kirche weitergehen können. Der Herr vergelte es euch.